Das denkmalgeschützte Schloss mit seinen Nebengebäuden ist seit dem Jahre 2000 Eigentum der Brandenburgischen Schlösser GmbH. Bereits im 13. Jahrhundert befand sich an diesem Standort eine Burganlage. Seit dem 14. Jahrhundert gehörte die Burganlage der Familie von Lüttichau. Übrigens, der Schauspieler Helmfried von Lüttichau, vielen bekannt als Polizeiobermeister Johannes Staller aus der Serie Hubert und Staller, entstammt dieser Adelsfamilie. Das heutige Schloss Großgmehlen ist ein Renaissancebau aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Als bauliches Vorbild diente das Schloss Moritzburg. Letzter privater Eigentümer des Schlosses war die fürstliche Familie zu Lüna. Mit Ende des Zweiten Weltkrieges musste die Familie Großgmehlen verlassen und wurde im Zuge der Bodenreform enteignet. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Schloss als Pflege- und Altersheim. Ab 1993 stand das sanierungsbedürftige Gebäude leer. Ab 1997 fanden Erhaltungsmaßnahmen statt. Inzwischen wurden über 3 Millionen Euro in die Sanierung des Schlosses investiert. Im ersten Obergeschoss des Schlosses befinden sich prächtige barocke Stuckaturen, die sehr wahrscheinlich von italienischen Künstlern stammen. Heute haben im Schloss unter anderem Künstler und eine Malschule ihr Domizil. Regelmäßig finden auch Veranstaltungen statt, wie das Schloss- und Hopfenfest am 1. Septemberwochenende. Außerhalb von Veranstaltungen ist das Schloss leider nicht öffentlich zugänglich. Im romantischen Ambiente des Schlosses und des Schlossparks können sich Hochzeitspaare das Jawort geben. Das Jägerhaus ist ein Nebengebäude des Schlosses mit repräsentativem Charakter. Es wird vermutet, dass es von den Schlossbesitzern als Winterwohnung genutzt wurde, da es leichter zu heizen war. Der 4 Hektar große Schlosspark mit Teich und Pavillon lädt zum Spazieren ein. Der ausgedehnte Schlosspark entstand Ausgang des 17. Jahrhunderts. Er wuchs seit 1717 durch einen von Johanna Eleonore von Lüttichau angelegten eichenbestandenen Reitweg entlang des Mühlengrabens. Im Großgmehlener Schlosspark zeigt sich eine ursprünglich durchgeplante Barockkonzeption, deren Mittelpunkt der noch erhaltene Pavillon darstellt. Im Westen des Schlossparkes befindet sich eine Streuobstwiese, die im Zuge der Sanierung um alte Obstsorten erweitert wurde.
Südlich des Schlosses steht die ebenfalls denkmalgeschützte St. Georgskirche. Leider gehört sie nicht zu den sogenannten offenen Kirchen und ist nur zu Gottesdiensten geöffnet. In ihrem Inneren befindet sich eine Silbermann-Orgel.